Hey ho! Hey ho! Lieferung! Oha! Oha! Also, du jetzt lauf hin und ich töte dich nicht. Oha! Tian, das ist das beste Geschenk aller Zeiten. Wenn du Kenji tötest, bevor ich sterbe. Was gibst du? 50 Gearcoins. Jesus, lass mir nichts anderes sagen! Covered in flames. Cover yourself, flaming red ruby gear. Endlich! Mit extra Mandy. Für dich angefertigt. Guck mal, den ganzen Rotz brauche ich hier nicht mehr. Oh my goodness. Oh my goodness. Tian, das ist das beste Geschenk aller Zeiten. Natürlich, Joe. Und du hast gemeint, du gibst mir Gear Coins. Ich nehme natürlich jetzt einen Preis. Ich mache mit dir einen Preis. Warte mal kurz, ich gucke mal, was ich dir geben kann. Ey, Tian, du kriegst ihn, wenn du mich tötest. Ich habe ihn schon getötet. Tian. Moment kurz. Heb nochmal bitte auf. Okay. Nein, Tian, nein! Wichtige Dinge zuerst. Okay, man muss Prioritäten setzen. Ja, Kenji ist mir gerade zu laut. Das stimmt. Ich glaube, dass sogar Tian besser im PvP ist als Kenji. Und das heißt schon was. So, mal ganz kurz ein bisschen die Stille genießen. So, Tian, was bieten Sie an? Hier, meine aktuellen Gearcoins, die ich habe. Wow, okay. Ist das okay? Nehme ich an. Ja, genau, klar. Von Anfang. Und oh ich Gott. Muss mal gucken, was ich noch Schickes habe. Aber ich kann mal zeigen, was wir jetzt gerade hier dabei sind. Du kannst dich natürlich selbstverständlich überall hier bedienen. Der Tian-Kanal, das Spiel ist... Aha. Erklär mal, was ist jetzt der aktuelle Stand? Ich habe jetzt die ganze Zeit in meinem Breeder... Also, ich habe mich jetzt wie so ein Kellerkind gefühlt. Ich habe gestern den ganzen Tag nur am Breeder verbracht. Ja, wir haben das jetzt alles automatisiert. Das können wir quasi jetzt unendlich bekommen. Das Lager wird noch später schöner gebaut. Du eigentlich wieder da? Komm mit. 1000 Eisen? Ja, alles nehmen. Das war's. Das hier ist mein aktuelles Projekt. Ich fülle hier 10.000 Blöcke Lava auf. Sobald hier 10.000 Blöcke Lava drin sind, wird das als unendliche Quelle erkannt. Und guck mal, ich habe hier eine Maschine gebaut, die Lava aus der Hölle transportiert. Was? Warte mal ganz kurz. Okay. Aus der Hölle raus? Wie cool ist das bitte? Item Drain. Boah, ja. Und du musst da nichts machen. Richtig, in der Hölle werden gerade Eimer befüllt und die Eimer werden durch das Portal geschickt und dann können die Eimer hier entleert werden. Alter, das muss ich mir mal anschauen. Kann ich in die Hölle einfach so rein? Ja klar, einfach rein, guckst dir gerne an. Tja, warte, geh in eine Gruppe hier rein. Ich mache eine neue Gruppe auf. Oh my goodness, guckt euch diesen shiny Stuff an. Die Rüstung steht mir aber auch, Tian. Ich finde, dieses Rot ist Banger. Absoluter Banger. Ich habe mir selber auch für mich gesagt, egal ob Netherite erreicht werden wird, ich werde erst auf Eternium oder wie das heißt gehen und davor. Super starke Rüstung. Ist gut, ne? Ist gut, ne? Ist es gut, dass du da vorher hast du den? Das sage ich nicht. Teuer bezahlt. Denkst du, ich würde gewinnen, wenn ich dich jetzt angreifen würde? Ich bin Server-Admin. Oh, ich zitter. Nein, Spaß. Kein Abusing. Ja, natürlich würdest du gewinnen. Ich habe keine Ahnung von PvP. Tja, weißt du, was hier unten unter dem Obby ist? Weiß nicht. Erstmal, Tian, gesehen, wie es funktioniert? Also, ich sehe gerade, die Eimer werden quasi in die Hölle geholt. Dann sind hier Spouts, die Lava ziehen. Genau. Jetzt frag ich mich aber, wo kommt die Lava her? Hallo Marco. Ja, aus dem Pulli, das ist quasi ein Hose. Das ist Hose sorgt die Lava vom Boden auf. Sekunde, ich kann gerade nicht verstehen, was? Ah, jetzt sehe ich's. Ja, okay, das heißt, das ist krass. Ja, ich glaube, du musst ein bisschen was am Nacken gemacht haben. Guckt euch mal an, wie schnell diese Spitzhacke ist. Nein, oh mein Gott. Ja, ich hab, wenn du auf die Namen schaust, natürlich auf jedes Detail geachtet, ne? Oh, das sehe ich erst jetzt gerade. Nein, komm her. The Joe Helm, The Joe Brustplatte, The Joe Hose, The Joe Schuhe, The Joe Schwert, Joe Spitzhacke, Schau. Alter, Tian, das ist ja insane. Ja, ich hab gestern... Falls du gerade Eimer aufsammelst, bitte wieder aufs Fließband werfen. Nee, hab ich nicht. Ich habe gestern tatsächlich alle Breeder halt fertig gemacht und habe dann mein Stuff gehabt und dann musste ich halt echt nur noch das ganze Holz hier hernehmen und dann einfach für Fletcher traden. Das ging dann nur um Zeit. Also ich habe ein bisschen Musik gehört in der Zeit, es war ganz entspannt. Junge, es ist insane. Okay, Joe, wo bist du? Ich bin bei der Fabrik gerade. Wir haben jetzt ja so viele Materialien, dass wir echt wirklich insane viel machen können. Eines der wichtigsten Sachen in Crate, die können wir jetzt auch fertigen, ist eine Maschine, die man mit einem sogenannten Precision-Mechanismus macht, ganz grauenhaft auszusprechen, dass dieses Viech hier, da setzt du ein großes Zahnrad rein und da kannst du quasi einstellen, was Output ist. Also du kannst quasi sagen, hier kannst du quasi einstellen, was an Speed rauskommen soll. Ah, okay. Und dann ist es egal, welcher Input-Speed der nimmt, der rechnet den immer um. So. Okay.
Also die Fabrik hier ist schon quasi fertig gebaut. Jetzt muss ich nur dafür sorgen, dass die halt läuft. Ladies and Gentlemen, RGB ist mit dabei. Hallo RGB. Hallo. Wir haben es jetzt geschafft. Nach stundenlangem Balancing und so sind wir jetzt tatsächlich fertig. Das alles jetzt ein bisschen ordentlicher miteinander verkabelt hier und diese Maschine hier unten generiert nun mehr Eisen und die Maschine läuft nun definitiv etwas besser. Man kann nochmal am Eisen ein bisschen arbeiten, vielleicht nochmal hier und da es schneller machen. Aber jetzt werden Schienen hergestellt und wir lassen die jetzt einfach mal laufen. So. Der Tag ist gekommen, der Tag ist gekommen. Ich dachte schon, das wäre irgendein Assassine. Der Tag ist gekommen, der Tag ist gekommen. Okay, wir haben Kompass. Oh my goodness! Ja! Bam! Ich hab's! Oh mein Gott, ich hab alle Materialien! Scheiße! Okay, Tian kann nicht kommen. Marco, bist du bereit? Ja, klar. Wollen wir vielleicht noch auf Just Snow und Frozen warten, oder? Ja, können, sollen die jetzt kommen? Warum? Ja, bitte. Ja, nur, der eine nur hat den anderen runtergeschmissen. Ich finde das voll cool. Ja, ich check gar nicht, was passiert. So. Und jetzt können wir Zug fahren. Jetzt müssen wir erstmal Zug bauen. Okay. Gut. So, jetzt haben wir nämlich hier den Bahnhof. Jetzt sage ich quasi, let's go. Jetzt sind wir im Assemble-Modus. Und jetzt bauen wir hier einen Bogi hin. Und hier bauen wir dann den zweiten Bogi hin. Alter. Jetzt wird das miteinander noch vernetzt. Yo. Quasi darauf, quasi, Mann, das ist jetzt der Bereich, wo die Züge gebaut werden können. Habt ihr Materialien oder Baumaterialien oder sowas da? Welche? Zinn. Einerseits Casing. Ich hab ne Zinn. Ja, am besten wäre jetzt nochmal, wenn wir irgendwie, wenn wir Kleber hätten. Ich hab nämlich tatsächlich gar keinen Clou. Hier ist Kleber. Ja, noch besser. Easy. Ich bin einfach so ein Esel. Hier, ehrlich. Okay, warte. War cool. Ayo. Moin. Das ist unsere erste Wurst, die wir haben. Okay, das muss jetzt also miteinander verklebt werden. Und zwar bis hierhin. Okay, ist verklebt. Seid ihr bereit? Ja, klar. Ja. Dann. Ja, ich war nicht weg. Dein Internet bereit? 3, 2, 1. Yo! Kann ich mich überfahren lassen? Oh mein Gott, Yo! Ich will auch mal Oh mein Gott, der Space! Ich bin drauf! Ja, ich bin drauf! Junge, der Zug überfahrt einen ja richtig. Okay. Rechtsklick auf das Schaltpult, dann kannst du fahren. Lauma fahren. Ey, cool, wie hier sind 7 Sitze. Warte mal, wir können auch jetzt mehrere Sitze, schau mal. Ja, und jetzt stopp, dazu musst du erstmal in den Bahnhof einfahren. Drauf. Warte mal kurz. Okay. Ja, Gustav? Ja, nee, komm mal her, Gustav. Du musst hier schon, geh mal kurz runter, geh mal kurz runter. Okay, ich mach das mal eben schnell, wir machen ordentlich eben hier. Wir fahren mal ganz kurz in die Station ein. Das ist so krass. Sollte mir hier nichts passieren? Genau, also, der Zug bleibt jetzt hier anhalten. So, davor, alles angehalten. Wow. Und jetzt können wir quasi, warte, stopp, nicht drauf gehen. Jetzt gehen wir in den Assemble-Modus. Jetzt kannst du quasi machen. Ich muss wahrscheinlich sneaken, genau. Kannst du noch Kleber drauf machen? Mach ich. Aber ist schon verklebt. Okay, ja, seid bereit? Okay. Let's go. Dann setzt euch drauf. Yo! Ey, und ihr habt keine Ahnung, wie schnell die Dinger werden können, ne? Der Zug ist unsichtbar für... Ach nee, doch. Krass. Marco hängt in der Luft irgendwo. Enz verwirrt. Boah, krass. Der sah... Also, wenn man das von oben alles guckt, in Vanilla-Minecraft. Ja, stimmt. Kannst du auch clickbaiten, ne? Jetzt, Joe hat extra eine Gruppe für uns erstellt und er ist jetzt alleine da drin. Ich höre euch. Hallo. Halte mal Leertaste gedrückt und einmal kurz den Zug in die Station einfahren. Ja. Nur presse mir einen mit der Pfanne über. Ich weiß nicht, wie das geht. Ja. Dann, mein Lieber, legst du dich mit dem Falschen an. Oh mein Gott. Verzauberte Pfanne. Na klar, Sharpness-Pfanne, wichtig und richtig. Sharpness-Pfanne, Klassiker. Er hat seine Pfanne angefeilt, einfach damit sie gestorben ist. Du weißt ja gar nicht, was hier alles schon passiert ist, ne? Doch, ich sehe es ja. Oha. So viel verpasst. Ich habe ja heimlich ein bisschen reingeschaut nebenbei. Guck, Space, ich kann dich zum Fliegen bringen. Willst du mal fliegen? Nein, bitte nicht. Let's go. Ja, dann, let's go.
Ihr dürft mich gerne überfahren. Also der Train muss eben assembled werden. Okay. Ich habe schon gesehen, wie ihr gerade richtig coole Dinge hergestellt habt. Und oh. So. Also das sah schon sehr, sehr cool aus. Ist das, ist das eine Achterbahn? Subway man kann damit Achterbahn bauen, ne? Wir können eine Achterbahn fahren. Tian! Hey, yo. Moin! Hey. So sehen die Züge aus. Tian, lass dich mal überfahren. Ist voll geil. Ey, die Züge sind ja sau nice. Gustav kennt das schon. Mit so Förderbändern richtig. Und ihr dürft nicht vergessen, die Züge können komplett autonom und von allein fahren und die können euch auch einen Fahrplan machen. Das heißt, wir können auch eine Weiche bauen und sagen, dass die woanders hinfahren sollen. Wer mal fahren möchte, einfach nach vorne gehen und die Schalter anklicken. Das POV! Wird es pünktlicher als die Deutsche Bahn? Ja. Let's go! Und gibt's 49-Euro-Ticket? Zählt das hier? Ist Free-Ticket für alle. Oh, wie in Luxemburg. Wie cool ist das hier bitte? Wow, ich hab mir gar kein Gamescom-Zugticket kaufen Wieso sollen. Wieso kann ich mit dem Zug nicht weiterfahren? Weiß nicht. Steig uns einfach runter, sonst lass mal Tian fahren. Alter, ich finde ja das POV so cool, wenn man drin sitzt. Ja. By the way, wir haben mal nachgeguckt, Leute. Im Creative fliegst du mit einer Geschwindigkeit von 39 Blöcke pro Sekunde. Mit der Elytra bist du 33 Blöcke schnell. Und mit dem Zug fährst du über 40. Okay, ich bin wieder mal busy. Ich bin hier am Ackern. Ich bin mittlerweile bei 59 Gear Coins übrigens, Freunde. Man nennt mich auch den Dagobert Duck aus Create 4. Warte, 59 hast du? Ja. Mit wem hast du gedealt? Das, Vor allem weißt du, was das Beste von allem ist? Aus Diskretionsgründen sage ich es nicht. Ich habe jetzt 7 Gear. Ich habe ein richtig gutes Schwert von Tian erhalten. Oh, und das habe ich extra angefertigt. Joe! Nein, ich habe hier keinen Wissmann-Punkt! Joe! Nein! Hör auf! Ich brenne gerne mit der Pfanne über! Loser! Das Schwert habe ich übrigens extra angefertigt, um Space zu trollen. Oh mein Gott, ich fliege ja bis zum Mond! Warum lachst du so cringe? Nee. Okay, noch schlimmer. Nein! Ja, oh mein Gott, ist das ein gutes Schwert? Du Arschloch! Der Joe-Schwert. Ich wusste nicht, dass das Schwert so gut ist. Tian, oh mein Gott, du bist ein... Alter, vielen Dank, Tian. Sorry. Alter. Was bist du denn? Mann, ich will nicht schon wieder dahin laufen. Joe? Ja? Du bist glücklich in dem Projekt. Ja, ich bin schon glücklich. Du bist sehr glücklich, mein Lieber. Du darfst nicht glauben. Ey, komm, lass mich das doch einmal auskosten, dass ich Space besiegen kann. Ey, wirklich, Joe. Ich sag ehrlich, hast du verdient. Hast du verdient? Wann konnte ich denn jemals in meinem Leben schaffen, einmal Space zu besiegen? Ich sag ehrlich, ich war bemüht, nicht zu sterben. Das ist wirklich, das gebe ich dir jetzt für dein Ego. Ich war wirklich bemüht, nicht zu sterben. Aber ich war einfach zu schlecht. Du warst der bessere Spieler. Nee, bessere Spieler war ich nicht, ich hab die besseren Tools. Aber trotzdem, schön war es auf jeden Fall. Ich hätte meine Möglichkeiten besser nutzen müssen. Brauchst du irgendwas von Joe's Base? Also ich bin sehr, sehr glücklich. Sein Leben, Junge, sein Leben. Nee, das gebe ich dir nicht. Wer hat denn meine Baumfarm gegrieft? Ich weiß nicht. Wo sind denn die Leitern hin? In diesem Sinne, meine lieben Damen und Herren, wir haben endlich Züge. Das heißt, ab jetzt kann Create Life 4 erst so richtig beginnen. Es wird spannend. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis bald und ciao.